Das Thema Nachhaltigkeit ist uns ein ganz besonderes Anliegen bei Takeda. Und darum freut es mich, dass wir heute hier über Pionierarbeit, über neue Technologien und über unseren Weg in Richtung CO2-Freiheit sprechen können. Wir wollen die Nutzung erneuerbarer Energien aus Österreich in der Industrie, in anderen Bereichen unterstützen, forcieren. Dazu brauchen wir Forschung, Umsetzung, Begleitung. In diesem NEFI, in dieser Vorzeigeregion, haben wir uns zum Ziel gesetzt, Systemlösungen und Technologien zu entwickeln, um einen Weg zu zeigen, die österreichische Industrie 100% erneuerbar zu erzeugen, 100% zu dekarbonisieren. Speziell hier geht es um ein ganz wichtiges Lösungssegment, nämlich um die Prozesswärme. Also wie gelingt es uns, Prozesswärme nachhaltig CO2-frei zu erzeugen? Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass wir hier bei Takeda sitzen, die jetzt mit dieser ersten Demoanlage auch international brillieren, weil ihr seid ja ein innovatives Unternehmen, das in eurer Wertschöpfungskette der Arzneimittelherstellung und der biopharmazeutischen Produkte immer schon innovativ ist. Das Head-System besteht aus zwei Komponenten, einer dampferzeugenden Wärmepumpe und einer Dampfverdichtung. Und jetzt kommt's. Das alles mit natürlichen Kältemitteln. Das heißt, wir haben hier wirklich einen CO2-Fußabdruck von null. Klimaschutz bedeutet nicht nur, dass jetzt die Verwaltung und die Ministerien vorangehen, sondern auch, dass die Unternehmen und die Forschung Hand in Hand es schaffen, Österreich, die Produktion, den Wirtschaftsstandort klimaneutral zu gestalten und dass das kein Widerspruch ist.